Leute, es gibt mal wieder so richtig gute Nachrichten. So bekommt eine beliebte Serie endlich eine zweite Staffel. Außerdem gibt es neue Anime auf Netflix. Eine Top-Romance-Serie erhält eine Synchro und die Anime-Industrie macht sich lächerlich. Das alles gleich nach dem Intro. Eine neue Woche und das bedeutet eine neue Ausgabe der Anime News. Heute haben wir wieder viele coole Themen. Natürlich beginnen wir mit Netflix, denn was wäre ein Kaizen-Video ohne Netflix? Dann bekommt noch eine sehr beliebte Serie eine zweite Staffel. Außerdem reden wir heute über viele Anime, die bald auf Disc erscheinen, also somit auch eine deutsche Synchro bekommen. Wer also lieber seine Serien locker ohne Untertitel lesen will, sollte dranbleiben. Außerdem macht sich die Anime-Industrie leider erneut lächerlich. Mehr dazu später. Und zum Schluss reden wir über ein Spiel, in dem man seine Waifu daten kann. Bleib also unbedingt bis zum Ende dran, denn das willst du nicht verpassen. Wie immer gilt, wenn dir das Video gefällt, dann drücke auf den Like-Button und vergiss nicht zu abonnieren für noch mehr Anime-News. Legen wir aber nun wie versprochen los mit Netflix. So hat der Streaming-Anbieter in den letzten Wochen ja viele Serien und Filme angekündigt, oft jedoch ohne Datum. Nun gibt es mehr Infos dazu. So soll Mobile Suit Gundam Hathaway am 1. Juli erscheinen. Dieses Action-Drama ist der erste Film einer dreiteiligen Reihe. Und auch wenn man keine Roboterkämpfe mag, sollte man da auf jeden Fall mal reinschauen. Denn der Trailer sieht einfach fantastisch aus. Wann es dann mit Film 2 und 3 weitergeht, ist noch nicht bekannt. Wird aber wohl noch etwas dauern. Denn erst am 7. Mai erschien der Film im japanischen Kino. So musste er aufgrund der aktuellen Lage fast um ein Jahr verschoben werden. Außerdem gibt es nun 4 weitere Gundam-Filme auf Netflix. Die sind jedoch deutlich älter und somit auch eher was für Feinschmecker. Alle anderen sollten lieber auf Hathaway warten. Auch jetzt bei Netflix kann man Rekord auf Ragnarok streamen. Diese Action-Serie spaltet ein wenig die Community. Besonders die Animationen sorgen für ordentlich Diskussionen. Manche finden sie schrecklich, besonders wenn man sich den wunderschönen, detailreichen Manga ansieht. Andere wiederum waren positiv überrascht, denn der Trailer sah noch schlimmer aus. Am Ende bleibt dir also keine Wahl. Wenn du Interesse hast, dann schau rein und bild dir deine eigene Meinung. So hat Netflix gleich alle Folgen veröffentlicht. Wir müssen also nicht jede Woche auf eine neue Episode warten. Cool, oder? Weiter geht's mit Violet Evergarden, der Film. Dieser soll ja auch bald auf Netflix erscheinen. Zumindest kann man dies durch einen Eintrag bei dem Anbieter vermuten. Eigentlich sollte der Film ja ins Kino kommen, doch er musste auch aufgrund der aktuellen Situation immer wieder verschoben werden. Trotzdem hielt man an der Kinoveröffentlichung fest, gerade weil auch so ein wunderschöner Anime besonders gut auf der großen Leinwand wirkt. Nun wissen wir auch, wann er dann wirklich dort läuft, und zwar schon am 29. Juni, zumindest in den UCI-Kinos. Andere sind dagegen noch nicht offen, beziehungsweise haben noch keinen Termin angekündigt, also Augen offen halten. Aber ich werde dir auch hier mitteilen, sollte eine weitere Kinokette dazukommen oder es eben einen neuen Termin geben. Die Serie sowie die Nebengeschichte Band der Freundschaft gibt es bei Netflix. Den Anime solltest du auch vorher gesehen haben, denn der Film ist eben eine Fortsetzung. Und wo wir gerade von Kino reden, so kann man nun auch den Demon Slayer Film im UCI schauen. Wer also keinen Führerschein oder Auto hat, kann ihn sich jetzt auf der großen Leinwand geben. Wie lange er jedoch im Kino bleibt, ist unklar. Man sollte also lieber früher als später reingehen. Die Serie gibt es bei uns auf Wakanim und AnimeX Plus. Kommen wir aber nun zu einer schlechten Nachricht. So entfernt nämlich nicht nur Netflix-Anime, sondern jetzt auch Wakanim, denn die Mystery-Serie Boogiepop in Others ist nur noch bis zum 1. Juli verfügbar. Danach wird sie von der Plattform entfernt. Wahrscheinlich kann man sie danach aber noch bei Netflix schauen oder eben kaufen. Ich finde es aber auf jeden Fall gut, dass man es vorher ankündigt, denn so hat man noch genug Zeit, ihn zu schauen. Übrigens sogar kostenlos, dann jedoch nur auf Japanisch mit deutschen Untertiteln. Bei Netflix gibt es ihn mit Synchro. Das zeigt aber auch eins: Lizenzen laufen irgendwann aus. Das weiß jeder. Aber Wakanim versucht sie auch immer wieder zu verlängern. Doch das klappt nicht immer. Oder es lohnt sich auch einfach nicht. Es gilt also, warte nicht zu lange damit, eine Serie zu schauen. Sonst wird deine Liste irgendwann zu lang und viele wurden schon längst entfernt. Und einfach blind eine Komplettbox zu kaufen, will doch auch keiner, oder? Also schau ihn noch schnell. Bis zum 1. Juli hast du noch Zeit. Kommen wir nun zu den Anime, die eine Fortsetzung bekommen. Einmal wäre da Wotakoi, keine Cheats für die Liebe. So erhält diese Romance-Serie zwar keine zweite Staffel, aber dafür eine zusätzliche Episode. Diese trägt den Titel Employee Trip Times. Gibt es also einen Ausflug ins Onsen? Wir werden es sehen. Am 14. Oktober soll die Folge dann auf jeden Fall erscheinen. Jedoch wahrscheinlich nur in Japan. So haben es die anderen Bonusfolgen auch noch nicht zu uns geschafft, was echt schade ist. Liegt wahrscheinlich auch daran, weil man den Anime aktuell nur bei Prime schauen kann. Und ich weiß nicht, ob sich der Anbieter überhaupt für solche Mini-Lizenzen interessiert. Hoffen wir aber vielleicht doch noch auf ein Wunder. Machen wir weiter mit einer extrem schönen Nachricht. So bekommt ein beliebter Anime endlich endlich eine zweite Staffel. Trommelwirbel. Brrrr. Und zwar Saga of Tanya the Evil. Dieser Action-Kriegs-Anime hat bis jetzt nur eine Staffel und einen Film erhalten. Doch nun soll es nicht nur eine weitere Staffel geben, sondern es wurde auch eine Bonus-Episode ausgestrahlt. Die geht zwar nur 17 Minuten, aber wurde jetzt schon bei Crunchyroll veröffentlicht. Da findest du übrigens auch den gesamten Anime, so wie bei AOD. Die große Frage ist jetzt nur, wann geht es weiter? Darauf gibt es leider noch keine Antwort. Aber wenigstens gab es die Ankündigung. Das sollte erstmal reichen, oder? Kommen wir zu der nächsten Hammernachricht. Und zwar zu Horimiya. Dies ist ja einer der besten Romance-Anime der letzten Jahre. So geht es bei dem um zwei ziemlich unterschiedliche Schüler. Hori ist beliebt, während Miyamura eher schüchtern wirkt. Doch in Wirklichkeit ist das nur eine Fassade. Miyamura hat Tattoos, Piercings und ist super nett, wohingegen Hori meist nur zu Hause bleibt. Und eines Tages finden die beiden diese versteckte Seite von dem anderen heraus. Wie wird sich ihre Beziehung entwickeln? Dieser Romance-Anime mit 13 Folgen lief in der Winter Season bei Wakanim. Und nun soll er auch eine deutsche Synchro erhalten. Doch wir müssen nicht ewig auf den Disc-Release warten. Nein, sondern schon am 29. Juni um 18 Uhr gibt es die ersten 6 Folgen. Die restlichen Episoden sollen dann bald nachgereicht werden. Wann genau ist aber noch nicht bekannt. Auf jeden Fall eine coole Aktion von Wakanim. Und hoffentlich erscheint er trotzdem noch auf Disc. Für alle Sammler da draußen. Kommen wir nun zu Food Wars. So wurde nun bekannt, wann die 5. Staffel dieses Animes auf Disc erscheint. Also eben dann auch eine deutsche Synchro bekommt. Leider musste die ja mehrmals verschoben werden. Deswegen müssen sich Fans auch noch ziemlich lange gedulden. Und zwar bis zum 13. Januar. Schon jetzt kann aber die Serie vorbestellt werden. Die 4. Staffel erscheint übrigens am 21. Oktober. Die sollte man sich also zuerst schnappen. Wer dagegen die Serie lieber streamen will, findet sie bei Crunchyroll und Anime on Demand. Weiter geht's mit dem dritten Fates Day Night Heaven's Feel Film. Dieser läuft ja bald auf dem Akiba Pass Festa. Ein Online-Event, was vom 25. bis zum 27. Juni stattfindet. Da kannst du dann auch für den Film ein Ticket kaufen. Wer ihn dagegen lieber besitzen will, muss nicht mehr lange warten. So gibt es ihn schon ab dem 2. September auf DVD und Blu-ray. Außerdem kann man zwischen einer limitierten und einer Standardfassung auswählen. Fates Day Night Heaven's Feel ist eine dreiteilige Filmreihe. Bevor du sie anfängst, solltest du am besten Unlimited Blade Works gesehen haben. Den gibt es bei Netflix und und führt ganz gut in die Geschichte ein. Heaven's Feel dagegen setzt voraus, dass du dich mit Fate schon etwas auskennst. Wer AnimeX Plus hat, kann übrigens Film 1 und 2 dort streamen. Kommen wir aber nun zu dem Thema, wo ich mich mal kurz aufregen werde. So macht sich nämlich die Anime-Industrie lächerlich. Denn bald erscheint ja die Rom-Com Mother of the Goddess Dormitory. Bei der kommt ein Junge in ein Mädchenwohnheim. Und wer den ein oder anderen Anime gesehen hat, weiß, was jetzt passiert. Es gibt edgy Szenen. Die Türen werden nicht abgeschlossen und der Junge läuft nichtsahnd rein. Dann gibt es ein lautes Baka zu hören und er bekommt das Shampoo an den Kopf. So oder so ähnlich. Wie man es sich schon denken kann, werden diese Szenen wahrscheinlich zensiert sein. Die Lichtstrahlen sind mal wieder extrem stark oder manche Bildausschnitte sind extrem klein, damit man ja nicht zu viel sieht. Diese Version bekommen wir dann wahrscheinlich auch im Simulcast. Wo der läuft, ist aktuell noch nicht bekannt. Da die Serie von Animoon lizenziert wurde und sie später auch auf Disc erscheinen wird, erhalten wir sie auch unzensiert. Zum Glück. Aber darauf müssen wir über ein halbes Jahr warten. So soll die erst im Frühjahr 2022 erscheinen. Der Simulcast beginnt dagegen schon im Juli diesen Jahres. Das haben wir ja schon häufig miterlebt. Doch nun treibt Japan den Zensurquatsch auf die Spitze. So soll es nämlich 3 Versionen geben. Eine stark zensierte im Free TV und wohl auch bei uns im Simulcast. Die soll zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Moral dienen, was hoffentlich nur ein Witz ist. Dann gibt es eine durchsichtige Fassung, keine Ahnung, was das bedeuten soll, und eine komplett unzensierte Fassung auf dem Pay-TV-Sender ATX. Und der hat aus Gründen wahrscheinlich wieder die internationalen Exklusivrechte. Warum? Weil sie es können. Sowas hatten wir schon mal bei Super HXE. Und bei dem Action-Romance-Anime ist die Zensur ziemlich eskaliert. So wurde da selbst Unterwäsche zensiert, die der Protagonist gefunden hat. Ganz schön lächerlich, wenn ihr mich fragt. Wie verhunzt dagegen Mother of the Goddess Dormitory ist, müssen wir noch herausfinden. Aber cool finde ich diese Entwicklung auf jeden Fall nicht. Genauso nervig war das Ganze bei How Not to Summon a Demon Lord Omega, also der zweiten Staffel dieses Isekai-Action-Animes. Auch da gab es 3 Versionen, aber diesmal komisch aufgeteilt. Für die erste Hälfte der Serie die eine Version, für die andere Hälfte die andere. Keine Ahnung, welchen Sinn das hatte, aber egal. Nun gibt es jedoch gute Nachrichten. So hat sich Crunchyroll die unzensierte Version geschnappt. Schon jetzt gibt es 3 Folgen im Katalog und jeden Freitag um 20:30 Uhr folgt eine weitere. Auf jeden Fall super. Zwar wäre es noch besser gewesen, wenn man ihn gleich unzensiert gezeigt hätte, aber das hier ist zumindest besser als fast ein ein Jahr zu warten. Also danke Crunchyroll. Kommen wir aber nun zu dem Highlight. Und zwar einem Spiel, welches jeder Otaku haben will. Nämlich When a Girlfriend Halloween All Stars. Doch in diesem kann man nicht nur die Mädchen aus When a Girlfriend daten, sondern auch viele andere aus bekannten Reihen. Mit dabei ist Seven Deadly Sins, Fairy Tale oder auch Fire Force. Das Spiel soll ab September auf iOS und Android erscheinen. Leider erstmal nur in Japan. Aber vielleicht gibt es ja irgendwann eine westliche Version. Würde bestimmt gut ankommen, da bin ich mir sicher. Für noch mehr Anime-News klicke auf das Video oben rechts. Und wenn du lieber Anime empfohlen bekommen willst, oben links geht's dann für dich weiter. Aber das soll es dann auch schon gewesen sein. Über welche Anime-News hast du dich am meisten gefreut? Schreib es doch gerne in die Kommentare, drücke auf den Gefällt mir Button und vergiss nicht zu abonnieren. Man sieht sich im nächsten Video. Bis dann!